An diesem Abend erleuchteten nicht nur die Straßenlaternen die Wege in Alt-Erang. Zahlreiche Gebäude wurden bunt angestrahlt. Viele Kerzen säumten die schmalen Gassen entlang der historischen Stadtmauer. Das Lichterfest von Erang galt allen vom Hochwasser betroffenen Menschen des Stadtteils. Ihnen Mut und Zuversicht zu geben, war Mittelpunkt des Lichterspektakels, erklärt Quartiersmanagerin Melanie Bergweiler. Wir wollten den Betroffenen der Flut auch ein Zeichen setzen für Verbundenheit, Zuversicht, Hoffnung. Und diese Veranstaltung dient dazu, alle Menschen nochmal zusammenzubringen für Austausch und dass wir ganz viel Mut geben und ganz viel Zuversicht geben auch für diesen Weg, der jetzt noch praktisch zu schreiten ist. Es sind einige Dinge schon passiert, aber die Menschen brauchen wirklich viel Perspektive, viel Unterstützung und wir wollen gerne alles heute Abend damit verbinden. Die extra für dieses Event kreierten Kerzen waren bei den Erangern besonders begehrt. Die Kerzen waren ein Wahnsinnsrun. Wir haben jetzt fast 2000 Kerzen im Vorverkauf verkauft. Und die Idee dahinter steht, dass jeder sein eigenes Licht, seine eigene Kerze mitbringen kann. Heute zur Veranstaltung kann sie auf den Weg stellen, an markierte Stellen und sein eigenes Licht mitleuchten lassen als Verbundenheit, als Punkt der Zuversicht. Nach Sonnenuntergang erstrahlte der Stadtteil dann in bunten Farben. Verbundenheit mit allen vom Hochwasser betroffenen Menschen in Trier-Erang demonstrieren und einfach einmal Danke sagen an alle freiwilligen Helfer und Helferinnen, das stand im Mittelpunkt des Eranger Lichterfestes. Denn die Hilfsbereitschaft und der Zusammenhalt unter den Erangern ist nach wie vor groß. Also ich bin absolut begeistert. Wir sind erst vor 4 Monaten an die Örtlichkeit umgezogen und die neuen Nachbarn, die man eigentlich vorher noch gar nicht kannte, waren direkt alle vor Ort. Also jeder hat mitgeholfen, jeder hat angepackt. Es gab also Hilfe von allen Seiten. War ganz toll. Ich finde das richtig, richtig klasse, dass sowas organisiert worden ist und es ist halt echt schön. Die Menschen zusammen, alle gleiche Leid und trotzdem so munter und wie sie das hier erleben, ist echt klasse. Auch wenn die Temperaturen keine Höhenflüge mehr machten, musikalisch heizten Werner Herz und Shirley Winter den Erangern noch einmal ordentlich ein. Für Werner Herz vom Duo Winterherz, der selbst vom Hochwasser betroffen war, war es eine Selbstverständlichkeit, hier aufzutreten. Der Zusammenhalt unter den Menschen hat auch ihn beeindruckt. Da habe ich den Zusammenhalt als sehr stark und als auch sehr schön erlebt. Also da kamen Leute vorbei, die haben zu essen gebracht, als wir am Aufräumen waren, haben mit angepackt und alles. Also es war schon toll und es war auch sehr bewegend, muss ich sagen. Die Menschen in Erang brauchen auch weiterhin viel Mut und Perspektive. Ein bisschen davon wurde ihnen heute mit auf den Weg gegeben.